warum heute so wenig Ausschnitt? Ey, Mike, mich fuckt's auch ab. Oberteil hat leider nicht mehr Ausschnitt, aber es passt so gut zum Rock. Es tut mir ehrlich leid, ne? Weil das geht nicht, das rutscht immer wieder hoch. Ich versuch's ja, aber es geht nicht. Ach nö. Ach nee. Ach nein. Hör doch auf. Also ja. Ich bin jetzt in der Dominikanischen Republik, da hat es ungefähr so 30 Grad jetzt. Ja. Ja, und da ist es angenehm mit dem Klima. Wunderbar. Schneit es da auch? Nein, es schneit anders. Ja. Emmo, du kennst das Spielchen, ne? Emmo, wenn Mama heute fragt, was wir gegessen haben. Ja. Gemüsepfanne? Haben wir gegessen? Ja. Okay, super. When I'm not with you. When I went with you. Mami, kleiner Mann. Mami, kleiner Mann. Niemals mehr Sahne anfassen. Niemals mehr Sahne anfassen. Benimm dich. Benimm dich. Oh mein Gott, hast du geile Melonen, Mann. Geil, Mann. Schon Bombe aus. Ach, fass sie nicht an. Ja, sorry. So einfach kannst du Müll vermeiden. Anstatt eine leere Klopapierrolle einfach wegzuwerfen, kannst du sie wiederverwenden. Nimm einfach das Klopapier einer neuen Rolle und wickle es auf deine leere alte Rolle. Diesen Trick kannst du beliebig oft wiederholen und sparst so eine Menge Müll. Das ist hier mein Führungszeugnis. Marcel Thomas Andreas, das ist mein Name. Thomas und Andreas sind meine beiden Onkel. Ja, und für die, die es mir immer nicht geglaubt haben, Staatsangehörigkeit deutsch-türkisch. Türkei! 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 Champion! Ich muss echt sagen, jeder, der da schreibt, wird mal Zeit, dass er endlich aufs Maul bekommen hat oder so. Fühle ich absolut. Wenn ich Zuschauer wäre, ich glaube, ich würde mir einen ablachen. Über diesen blutenden, leidenden Idioten. Das ist wirklich so geil. Nö, fühle ich absolut. Was ist die Hotelstellung? Die Hotelstellung ist die einzige Möglichkeit, die roten Häuschen bei Monopoly so hinzustellen, dass sie nicht über den Rand des Feldes hinausragen. Du bist echt ein Freak. Ein Kritikpunkt an Windrädern ist ja, dass zum Beispiel der Rotmilan und auch andere Vögel an den Windrädern zerschreddern. Alle Vögel. Alle Vögel. Wird ja alles, Insekten, wird ja alles zerschreddert. Und das kann man nicht nachvollziehen eigentlich. 100.000 im Jahr, aber nur mal zum Vergleich. Es sterben 18 Millionen Vögel jährlich an Glasscheiben in Deutschland. Also es ist ja so wie, ja, ist ja so wie wenn Sie mehrere Affären hätten und Ihre Frau verlässt Sie dann, weil Sie mal ein Porno gucken. Ja, genau so ist es. Gut, man kann das jetzt nicht als Vergleich setzen. Es geht ja nicht bloß um Vögel. Schon, ne? Ja, alles gut. Ich muss jetzt mal einen fahren lassen, schneid es mal raus. Das schallt so in dem. Das war der Boden hier, der knirscht, ne? Ja, Urlaub, Uschi. Was ist euer Lieblingsmetall? Was bist du denn jetzt, Mann? Okay, komm, zieh durch, Levent, mach eine Lücke. Mach ne Mücke! Jawoll! Raketentrantrieb ist da! Jawoll! Jawoll! Sony Flex, Junge! Wo bist du? Sascha! Wo seid ihr? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Es kann nicht sein! Ja! Wie alt warst du damals, als du schwanger wurdest? Beim ersten Kind 13, beim zweiten 14. Oh Gott. 13 und 14 ist aber natürlich echt auch eine Ansage. Ey, da spielen andere mit Barbies und du gehst poppen. Ey, es ist Montag. Ich hab richtig Bock, ja. Leute, ich bin hier gerade im Meer. Es ist hier so ein starkes Gewitter, schaut mal. Hier ist hier gleich jetzt Blitzen. Was machst du? Was machst du? Gib's sofort her, Digga. Du kannst nicht auf Kopf schlafen, Digga.
Jo, Basti, was geht? Jo, was geht ab, Mann? Jo, war gerade dein kleiner Bruder drin, oder? Ja, ja. Seit wann hast du einen kleinen Bruder? Wie heißt der? Egal. Imagine, jemand würde das antworten. Ja. Mir egal, Digga. Weiß ich nicht. Ich wurde jetzt schon wieder von irgendwelchen dummen Söhnen im Chat gespoilert, weil ihr seid und es nicht checkt. Ihr kleinen Söhne, verpasst aus meinem Stream. Ihr seid richtige dumme Söhne, die andere in Serien spoilert. Löscht euch, ihr verpisst euch aus meinem Chat. Worüber hast du geredet? Ich habe gesagt, dass der Streamer heute sehr viel Spaß gemacht hat. Darf ich aber speicheln? Versuchen. Pass auf, Junge, der kriegt dich. Vorne, ja nicht mich. Ich würde sagen, pack die Hand da weg.